Herzlich willkommen zurück zum kurzen Zwischenstand hier im Agrarbetrieb Tegetorf. Wir sind hier bei Halle an der Saale und möchten einen kurzen Zwischenstand geben über unsere Bestände und die Unkrautentwicklung bis jetzt zum jetzigen Stand. Wir haben im Dezember und im Januar ca. 60 mm Niederschlag gehabt. 20 cm Schnee kam noch dazu. Das hat dazu geführt, dass die Bestände sich bis in Dezember relativ gut entwickelt haben. Und jetzt der Wasserhaushalt ungefähr zu 40-50% gefüllt ist. Wie man hier sieht, die Bestände haben sich gut entwickelt über den Winter. Wir hatten recht lange milde Temperaturen bis spät in den Dezember hinein. Dadurch sind die Bestände noch relativ gut bestockt. Wir haben bei ersten Bonitoren jetzt im Frühjahr gesehen, dass trotz der Herbstbehandlung noch vereinzelt Fuchsschwanz zu finden ist, den wir eventuell bzw. den wir mit Sicherheit noch mal hier nachbehandeln müssen. Bei der Planung für die nächsten Schritte sieht es wie folgt aus. Die nächsten Tage sind bei uns noch mal mehrere Zentimeter Schnee gemeldet mit folgendem Frost. Für die Zukunft dann danach planen wir den zeitigen Einsatz hier gegen Fuchsschwanz mit Avoxa, da im Prinzip die Auflagen bei Avoxa ja auch vor dem 13. März eine Anwendung zulassen auf Drainageflächen, was bei anderen Mitteln eventuell nicht gegeben ist. Deswegen wird hier bei uns im Betrieb dann zeitig das Avoxa eingesetzt, um den restlichen Fuchsschwanz zu beseitigen. Des Weiteren planen wir dann die ersten Düngermaßnahmen, wenn die Befahrbarkeit eben gegeben ist. Nach den Frostperioden werden dann so langsam die ersten Düngermaßnahmen, die ersten Flächen werden dann gedüngt, um die Bestände dann dementsprechend anzufüttern. Ja, das war soweit hier ein kurzer Zwischenstand von uns von Halle an der Saale. Wir sehen uns dann beim nächsten Termin zur Applikation.